Ah, der Heli kommt auch. Alarm. Cobra 11? Nein. Einsatz minus Report 24. Liebe Pressevertreter aus nah und fern. Liebe Gala.de. CVDs, LVDs, Redakteure, etc. pp. Es kann jeden treffen. Dieser Thriller, der hier von mir aufgearbeitet wird, ich habe mich vertan, diese Thriller sind höchst alarmierend und auf dem kurzen Dienstweg hätte schon längst der weiße Ring, der rote Ring, der grüne Ring bezahlen können, denn dann hätte die Familie mit Kind etc. pp. Einen Lichtblick in Deutschland. So ist es seelisch gesehen ein Friedhofsblick aus Deutschland. Und die Gräueltaten, die mal passiert waren, die sind ja bekannt historisch, hat doch es geheißen, niemals Fehlurteile dieser Art, Gräueltaten dieser Art, sollten von deutschem Boden ausgehen. Sind nur andere Formen. Filmreif. Eigentlich müsste man zum Beispiel 50 Studenten nehmen oder Schüler und diese mit Sweatshirts im Winter und T-Shirts im Sommer ausstatten. Und dann müsste man diese in die Supermarktketten stecken, einkaufen. Und auf diesen T-Shirts 50 oder 100 oder 200 stehen die Vergehen. Das wird gedreht, multiplikativ ins Internet gestellt. Und die Links kommen zu den Gerichtspräsidenten. Tja, warum denke ich so? Filmemacher denken anders. Sie verstehen? Auch wenn ich leider nur mit dem Filmbike on Tour bin. Das war ein Privatbike. Sonst weiß man nämlich sofort, wo ist denn Mr. Wynn? Und ich mache das, damit weitere Menschen keinen Herzinfarkt bekommen. Ach, was filmt der denn da? Was sagt der denn da? Nicht, dass ich erst zum Mond muss, um eine Vision des Rechts für Zivilcourage erlangen zu dürfen. Jeden Tag gibt es einen neuen Fall, der mich ereilt. Im Moment sind es 14 Blaulichttheater. Ich bediene sie aber nicht, weil ich gemobbt worden war und auch einen Fall zum Überleben drehe. Alles an Beweisen ist tresort in Erlangen. Warum? Weil man vorsichtig sein muss. Retter sind nicht gerne gesehen. Danke. Feuerwehr Bad Staffelstein. Was mache ich denn da? Collage TV. Warum? Damit mehrere Fragen und dann an diese E-Mail schreiben. Wir haben ein Budget von zur Verfügung. Das können Sie gerne haben.
Und dann räumen Sie mal hier gefälligst auf. Ja. Aber damit ist es nicht getan. Denn Wahrheit kostet. Warum? Weil Wahrheit unbequem ist. Aber nichtsdestotrotz, die nächste Gala kommt bestimmt. Und da treffe ich mit Sicherheit den einen oder anderen Aftershow-Staatsanwalt. Ich mache nichts anderes als abheben für mehr Mensch. Wo ist denn die Gerechtigkeit? Da oben, irgendwo, ist die Gerechtigkeit. Irgendwo. Da oben, ne? Mit dem Zweiten siegt man besser. Und ich recherchiere immer gründlich. Denn das nächste Paket, Surprise, sollte nicht unangenehm sein. Guten Tag. Leute, es gibt Fälle, die könnt ihr euch ohne meinen Camps gar nicht vorstellen. Mario Barth kämpft für sie. Klärt auf. Ich auch. Ist das jetzt gestattet oder nicht? Oder wird man dann diskriminiert oder nicht? Gebt Gas. Schickt E-Mails an tvgala@gmail.com. Auch wenn euch Sotzpets schikanieren, diffamieren und nötigen. Es wird brandheiß. Unter anderem wird es brandheiß für einen Paketversender. Näheres zeitnah. Wo sind die Milliarden zu finden? Für Aufklärung, guten Tag. tvgala@gmail.com. Global Spirits, das war entstanden nach Dr. Josef Ackermann, Interview, Zukunft, NRW-Preis, Award, live. Und das Bild ist danach entstanden, in Frankfurt, am Airport, Jungfernflug, A380, Frankfurt, New York. Vielen Dank, Herr Keller. Ja, viele fragen sich, warum Gala.com? Tja, das ist die Kernfrage des, ja, Designs. Gala, weil ich auf den größten Galen dieser Welt unterwegs war, komm für Kommunikation. Und TV, weil alles verfilmt wird. Television. Jetzt wissen Sie es. Um weitere Fragen nicht aufkommen zu lassen. Und hier war ich beim Deutschen Fernsehpreis eingeladen. Vielen, vielen Dank nochmal. Und plötzlich traf ich Herrn, wie heißt er? Groß, glaube ich, ne? Und beim Bayerischen Fernsehpreis. Und dann fragte er mich, wie sind Sie denn jetzt da reingekommen? Da sagte ich, durch den UNO-Botschafter. Mhm. Und er ist kein geringerer als der Chef von XY. Ungelöst und oft auch gelöst. Der Produzent. Ja, was macht man jetzt? Beide aufsagen. Was los ist. Auf die Plätze, fertig, recht. Guten Tag, vielleicht wird es die nächste Sendung. Oder vielleicht gibt es eine Sendung. Courage,
Face. Oder. Wie würden Sie entscheiden? Das war auch mal ein Sendeprofil. Und welches werde ich dann als nächstes angehen? Alarm Win oder wie auch immer. Jetzt muss ich erst noch ein bisschen aufräumen, weil die Kliniktermine eben mich da in den zeitlichen Nachteil brachten. Übrigens, das war live, wo? Beim Deutschen Staatsanwalt und Richtertag. Das ist der Beweis. Und Herr Engin van Dij ist frei. Gott sei Dank. Aufgrund einer Sektion für Mensch, vote-network.org, Bad Nauheim. Der andere Kämpfer. Das ist ein Anwalt, der nie aufgegeben hat. Ich gebe auch nie auf. Ich gebe nie auf. Wie Ribéry gab nie auf. Und auch der hat Uli Hoeneß, den väterlichen Freund, als Unterstützer gehabt. So, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Podcast? Ach so, ja, genau. Wenn Sie in einer Klinik etwas verordnet bekommen und Sie wissen aber, dass Sie Hustenanfälle bekommen und zum Beispiel Sie sind schwanger und bekommen kaum Luft, dürfen Sie nicht genötigt werden, eine Maske aufzuziehen. Wissen Sie warum? Wenn Sie schwanger sind, bekommen Sie noch weniger Sauerstoff und es kann sein, dass das zu gebärende Kind eben Gehirnschäden durch Sauerstoffunterversorgung bekommen kann. Ich weiß es, von was ich spreche. Hallo Deutschland, aufgehört, hingeschaut und gehandelt. Natürlich nur, wenn uns Kinder heilig sind. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich für diesen Hinweis. Guten Tag. Ich kläre auf und ich kläre auch diesen Fall auf. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Leider kann ich ihn nicht mehr treffen, den Herrn Dr. Mateschitz, Dietrich Mateschitz, den Gründer, Visionär aus Österreich. Er ist nämlich gestern zum 22.10.22 von uns gegangen. Leider ein sehr großer Visionär. Und diese Menschen hier ticken auch ohne Grenzen. Das war Red Bull Event, Distrikt Reit, Nürnberg. Was da passiert ist, wird auch noch aufgearbeitet. Ja, leider ist ein Großer gegangen. Das tut mir sehr für ihn leid. Er hat kein Gehör bei Coca-Cola bekommen und dann hat er ein Rennstallunternehmen aufgebaut. Der Visionär. Alles Gute seinem Sohn. Seinem Sohn, der alles übernehmen wird. Und ich hoffe, dass weiterhin diese Innovationen so zum Tragen kommen. Dieser fliegende Input, fliegen aus dem Rathaus mit dem Bike und sicher kreativ ankommen auf den Bühnen dieser Welt, das ist schon live aus dem Rathaus, wie Sie hier sehen, nicht? Und das finde ich fantastisch. Das bringt neue Adrenalinstöße in die Synapsen, an die Synapsen. Und dann bekommt man weniger. Wie heißt es? Verfrüht Demenz. Denn wenn ich das Gehirn trainiere wie einen Muskel, dann kann das nicht erschlaffen, das Gehirn. Auch das Gehirn ist ein Muskel. Und wir brauchen Input und deswegen brauchen wir auch Kunst und deswegen brauchen wir auch Gerhard Strate, der ein Kunstmäzen ist von aller Güte. Guten Tag. Und ich glaube, den da, sichert, den kennt man auch. Der steht auch auf. Und tickt der auch anders? Ja.